Herzlich willkommen zum Training mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben 4 Übungen, die wir machen und fangen an mit einem kleinen Warm-up, dass wir den Körper in eine Betriebstemperatur kriegen. Heben die Arme nach oben, atmen ein und atmen aus. Ein und aus. Schön entspannt den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und wir ziehen das rechte Knie zur Brust und das linke Knie. Und wir beugen uns nach links und nach rechts. Einatmen, mit der Ausatmung wechseln. Einatmen und mit der Ausatmung wechseln. Und seitenverkehrt, ein Arm nach hinten, ein Arm nach unten. Ein Arm nach oben hinten und ein Arm nach unten. Und jetzt kreisen wir seitenverkehrt die Arme. Ein Arm nach vorne, ein Arm nach hinten. Wir halten die Spannung im Bauch. Bauchnabel wird Richtung Wirbelsäule gezogen. Und wir ändern die Richtung. Atmen ihn weiterhin durch die Nase ein und durch den Mund aus. Die Knie zur Brust und legen jeweils in entgegengesetzte Hand, legen wir auf das Knie. Brustbein zeigt nach vorne, Bauchnabel ist Richtung Wirbelsäule gezogen. Und wir gehen in ein kleines Traben, nehmen die Arme locker mit, atmen schön durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und öffnen und schließen die Beine. Tippeln dabei schön. Arme nehmen wir mit. Entspannen, die Beine ausschlagen. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Bodyweight-Übung. Wir gehen in den Liegestützstand und zwar erstmal aus dem Vierfüßlerstand, Bauch rein, wir schieben uns aus dem Schultergürtel nach oben, gehen mit dem rechten und linken Fuß nach hinten und jetzt boxen wir jeweils mit der Hand, mit der rechten und mit der linken, gehen in den Unterarmstütz und boxen auch. Wir gehen wieder hoch, rechtes, linkes und gehen wieder runter und boxen rechts, boxen links und wir gehen wieder hoch. Boxen rechts, boxen links und wieder runter. Schön entspannt den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule lassen, also schön reinziehen und immer schön boxen. Einatmen tief, boxen, boxen und rausdrücken wieder hoch. Spannung in der Körpermitte bleibt die ganze Zeit. Und nochmal hoch und boxen. Boxen, wieder runter, boxen, boxen, wieder hoch, boxen, boxen, wieder runter, boxen, boxen und wieder hoch und entspannen. Erste Übung geschafft, bisschen ausschlagen, bisschen entspannen. Schön durch die Nase einatmen, durch den Mund aus und wir bereiten uns vor. Für die zweite Übung. Und wir gehen wieder in die Liegestützhalte, immer aus dem Vierfüßlerstand, Bauch reinziehen. Die Schultern befinden sich direkt über der Hand und wir öffnen und ziehen die Beine ran. Und eine kleine Liegestütze. Öffnen die Beine, schließen die Beine, Knie ran und eine kleine Liegestütze. Öffnen, schließen, Knie ran und eine kleine Liegestütze. Wichtig ist, dass bei der Liegestütze halt die Arme ganz eng am Körper bleiben. Ganz eng am Körper. Wieder öffnen, schließen, ran mit den Knien und eine halbe Liegestütze. Öffnen, schließen, ran mit den Knien und eine halbe Liegestütze.
Öffnen, schließen, Knie ran und eine halbe Liegestütze. Sehr schön. Öffnen, schließen, ran, ran und eine halbe Liegestütze. Öffnen, schließen, ran, ran und eine halbe Liegestütze. Schön die ganze Zeit den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule lassen, dass wir eine starke Körpermitte behalten. Und wir können aufhören. Schön nach oben entspannen. Schön durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Die nächste Übung, eine kleine veränderte Burpee. Das heißt, wir gehen runter in die Liegestütze, also legen uns auf den Boden, springen hoch und das war's. Ja? Das heißt, tief wie in eine tiefe Squats, eine tiefe Kniebeuge, runter, Beine nach hinten auf den Boden legen, nach oben kommen und strecken. Tief, runter, es ist keine Liegestütze, ihr steht auf, ganz normal, wie ihr auch so aufstehen würdet. Ihr legt euch hin und drückt euch nach oben und springt nach vorne mit den Füßen. Wieder Hände zu den Füßen, nach hinten springen, hoch und wieder mit den Füßen zu den Händen und nach oben. Einatmen tief und ausatmen hoch. 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 Sehr schön. Bisschen entspannen, schön einatmen, ausatmen, bisschen lockern. Und die Kamera ist ein bisschen schief, da muss ich es doch mal richten. So, da ihr mich die ganze Zeit schief ertragen habt, kann es jetzt weitergehen? Seitlich in die seitliche Unterarmstütz. Schön nach oben. Und jetzt gehen wir mit der Hand unter den Körper nach hinten und nach oben. Einatmen nach hinten, ausatmen den Arm nach oben. Einatmen, schauen nach hinten und ausatmen zur Decke. Ausdrehen zur Decke. Einatmen, nach hinten schauen. Ausatmen zur Decke. Einatmen und ausatmen. Die Kraft im Bauch beibehalten. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ein, so weit wie möglich nach hinten greifen. Ausatmen, richtig zur Decke strecken. Einatmen, nach hinten greifen und zur Decke strecken. Einatmen, nach hinten, ausatmen, zur Decke. Einatmen, nach hinten und ausatmen, zur Decke. Sehr schön. Wir drehen jetzt und nehmen jetzt die andere Seite. Legen uns wieder auf den unteren Fuß, auf die Fußkante. Schieben uns weit nach vorne, Blick nach vorne. Und ausdrehen, nach hinten schauen, eindrehen, zur Decke. Einatmen, nach hinten, ausatmen, zur Decke. Einatmen, nach hinten schauen, ausatmen, nach vorne schauen und die Hand geht so weit wie möglich zur Decke. Einatmen, nach hinten, ausatmen, nach oben. Einatmen, nach hinten mit der Hand, ausatmen, mit der Hand nach oben. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein nach hinten und aus. Blick nach vorne. Einatmen, nach hinten schauen. Ausatmen, Blick nach vorne. Und das war's. Sehr schön habt ihr das gemacht. Entspannt schön. Ihr könnt noch ein Warm-up hinterher machen. Da habe ich einige bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Eure Silke. Tschüss.